Hallo, heute gibt es wieder ein Korea-Update und zwar das letzte hier aktiv direkt aus Korea. Und deswegen habe ich mir mal überlegt, dass ich euch einfach bitte, mir Fragen zu stellen, weil es ja eben darum geht, euch Fragen zu beantworten. Und habe dann auf Twitter gefragt und auf Facebook und habe dann auch Antworten bekommen und die gehe ich auch gleich durch. Aber bevor ich die beantworte, so einige allgemeine Infos, die immer mal wieder in Videos angefragt werden. Ich komme am 6. Januar wieder nach Deutschland. Ich bin Weihnachten und Silvester nicht in Deutschland. Und zwar bin ich, wenn ihr das Video seht, gerade auf den Philippinen. Ich fliege am 24. Dezember auf die Philippinen. Und mache dann eine Rundreise. Ich bin in Manila, in Sagada und dann bin ich auf Palawan auf der Insel, in Puerto Princesa und El Nido auf den paradiesischen Inseln. Oh, ich freue mich schon so. Und ja, da werde ich Weihnachten und Silvester verbringen und komme dann im neuen Jahr wieder. Und habe jetzt meine letzte Woche hier in Korea und also aktiv zumindest und habe am Dienstag meine letzte Klausur gehabt, Literature bei meinem Lieblingsprofessor und jetzt bin ich ganz aktiv am Plan, weil Jin, meine Freundin, die ganze Woche noch Klausuren hat und ich deshalb verantwortlich bin und es gestaltet sich schwieriger, als ich gedacht habe, also anders als in Europa irgendwie zu planen und zu reisen, verständlicherweise. Ja. Und das ist so in letzter Zeit passiert. Und jetzt gehen wir am besten gleich mal zu den Fragen. Siyang hat gefragt, ob ich Weiterempfehlungen habe für Seoul. Also ich muss sagen, Seoul ist halt extrem groß. Es gibt so viele Sachen, die man hier machen kann. Und ich persönlich war ja in der EY Women's University, deshalb kenne ich mich auch eher in dieser Region aus, IDE. Und ja, aber allgemein Paläste angucken, Blue House sozusagen äquivalent zum White House in Washington DC anschauen, auf den Namsan Tower gehen. Wenn ihr hier lange seid, dann könnt ihr auch in einen Freizeitpark gehen, das ist hier richtig cool. Diese ganzen Märkte, Namdaemun, Namdaemun Market, nach Hongdae und Chincheon, falls ihr so Party machen wollt oder in der Karaoke Bar wollt oder in Hongdae gibt es auch so Straßenmusiker ganz viel. Und wenn ihr keine Vegetarier seid, essen, 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 essen. Also hier gibt es halt extrem viel Fisch und Fleisch. Falls ihr Veganer oder Vegetarier seid, kann ich euch Loving Hut empfehlen. Das ist ein veganes Restaurant und die haben unglaublich leckere Sachen. Ist auch so eine Kette, die es in Deutschland wohl auch gibt. Ja, und ansonsten einfach entdecken. Es gibt jeden Tag was Neues zu entdecken. Anke fragt, ob ich Too Cool for School kenne. Ja, kenne ich. Ich war aber persönlich noch nicht im Laden drin, weil es mich irgendwie nicht so angesprochen hat. Es ist alles schwarz und die Verkäuferinnen sind irgendwie auch so schwarz angezogen. Irgendwie ist es nicht so mein Ding. Die Idee ist, glaube ich, es ist ein Make-up-Store, aber die Sachen sehen aus wie so Schulutensilien, also Radiergummi, Kreide, Stifte, sowas in der Art. Und das ist einfach so ein bisschen, weiß ich nicht, wahrscheinlich so mädchenhafter, kindlicher, witziger zu machen, aber nein, ich war noch nicht dort. Und Susi hat ein paar Fragen gestellt. Schlankheit der Asiaten, ob sie wirklich so schlank sind. Ja, sind sie generell pauschal im Durchschnitt sind es sehr schlanke Menschen. Was ich festgestellt habe, ist, sie haben meistens einen extrem schmalen Oberkörper. Auch nicht irgendwie eine breite Hüfte, gar nicht, eher eigentlich gerade. Und dann haben sie aber kräftige Waden. Und meine Theorie ist, dadurch, dass sie viele Sportschuhe oder High Heels tragen und/oder, dass sie dadurch den Muskel extrem nicht belasten, aber trainieren und die dadurch so breit werden, weil, also das ist mir wirklich sehr, sehr, sehr viel aufgefallen. Aber ansonsten, ich habe in den 4 Monaten in meiner Uni, glaube ich, eine einzige Frau gesehen, die wirklich übergewichtig war, ansonsten gar nicht und auch sonst in Seoul eher nicht. Wert der Schönheit in Korea, der ist natürlich extrem hoch, habe ich auch schon mal in einem Vlog gesagt. In meiner Universität, die Hälfte läuft zwar mit Sportschuhen rum und eher casual, aber die andere Hälfte läuft dafür mit Etui-Kleidern, falschen Wimpern, gemachten Haaren, High Heels rum und kleinem Täschchen.
was schon extrem krass ist, weil ich das gar nicht gewöhnt bin. Und auch ansonsten, Korea hat nicht umsonst die meisten Schönheitskliniken. Also das ist hier ganz normal, sich operieren zu lassen. Ganz oft kriegt man zum 18. Geburtstag oder wenn man graduated von der Schule oder Uni, dass man von seinen Eltern eine OP geschenkt bekommt. Meistens Nase oder Kinn oder natürlich die Augen oder was auch immer, Brüste. Aber das ist nicht so trendy, eher im Gesicht. Ja, also der Wert der Schönheit ist auf jeden Fall sehr hoch. Sind Koreaner die hübschesten? Ist natürlich total relativ, würde ich jetzt nicht sagen, aber es gibt extrem hübsche Menschen und natürlich gibt es aber auch extrem hässliche Menschen. Also wie in jedem Land. Aber die hübschen Koreaner sind wirklich sehr, sehr, sehr schön und haben irgendwie, finde ich, immer so eine Grazie und die möchte man dann einfach angucken, weil sie so schön sind. Dann wollte sie mehr über das Essensverhalten der Koreaner wissen. Also im Grunde genommen essen Koreaner morgens, mittags, abends Reis mit Banchan, also mit diesen Side Dishes. Das kann Kimchi sein, meistens irgendwelches eingelegtes Gemüse, Rettich und Gurken, also Pickles an sich allgemein. Oder so Kohl, Salat, sowas in der Art, aber eben meistens eingelegt. Und ganz, ganz viel Fleisch und Fisch. Es gibt viele gesunde Gerichte hier, aber allgemein achten Koreaner eigentlich nicht darauf, was sie essen. Und die meisten ernähren sich, was ich jetzt hier bei den Studentinnen sehen konnte, sehr ungesund. Dann wollte sie wissen, wieso die Männer in Korea sind, was das Verhalten angeht, Flirttechniken und ob sie so hübsch sind, wie man immer denkt. Also, ich habe keinen koreanischen Freund, weil ich einfach an einer Frauenuniversität war. Und ja, mich hat auch keiner irgendwie angesprochen. Mir hat auch mal jemand gesagt, eine Koreanerin, brauchst du auch nicht erwarten, das machen die erst, wenn sie betrunken sind. Und ich bin da sehr sensibel, was sowas angeht. Also, das kommt mir gar nicht in die Tüte. Das ist auch schon passiert. Und meine Reaktion darauf ist alles andere als positiv. Ja, also die sind sehr zurückhaltend, trauen sich irgendwie gar nicht, einen anzusprechen. Und auch hier muss ich sagen, klar gibt es sehr hübsche Männer, aber es gibt auch hässliche Männer, unattraktive Männer. Aber ich kann immer nicht verstehen, diese K-Pop-Stars sind ja so mega gehypt. Ich finde, also die sind erstmal extrem jung immer und dadurch ist es auch gar nicht mein Typ, weil die sehr kindlich wirken, sehr kindliche Gesichter haben, alles immer gefotoshoppt ist und so perfekt aussieht und die immer sehr schmal sind mit großen Kulleraugen und die Züge einfach nicht mehr markant und männlich sind. Das finde ich irgendwie. Ich persönlich nicht attraktiv, aber es gibt sehr männliche, hübsche, schöne koreanische Männer. Betty fragt, ob ich gerne noch länger bleiben würde. Ich muss sagen, ich kann es nicht sagen. Ich gehe definitiv mit einem weinenden und mit einem lachenden Auge nach Hause. Ich habe hier einfach eine super Zeit gehabt. Ich bin so froh, mich für Korea entschieden zu haben. Ich hatte einfach eine schöne Zeit hier. Ich habe so tolle Menschen kennengelernt und mir gefällt Seoul einfach sehr, sehr gut. Ich fühle mich hier sehr wohl. Aber so nach dem dritten Monat habe ich einfach gemerkt, da ist doch noch was, was zu Hause auf mich wartet und darauf freue ich mich jetzt einfach extrem. Und ja, deshalb theoretisch gesehen würde ich gerne noch länger hier bleiben, aber mich ruft irgendwie zu Hause wieder und ich freue mich auch einfach in Deutschland zu sehen, was noch kommt und das irgendwie zu erleben. Dann hat sie gefragt, was ich vermissen werde. Vieles. Ich werde auf jeden Fall vermissen Kimchi. Ich werde vermissen, dass immer was los ist, aber es nicht laut ist. Es ist keine laute Stadt. Also sonst sind Hauptstädte ja mal sehr laut. Ist hier gar nicht so. Also das ist sehr angenehm. Sonntags sind die Geschäfte offen. Oh mein Gott. Warum Deutschland? Warum? Ich werde natürlich die Leute vermissen, total. Meine liebsten Freunde hier werde ich sehr, sehr, sehr vermissen. Und auch einfach so, wie die Uni aufgebaut ist. Also zumindest manche Kurse einfach von Prinzip her finde ich es irgendwie besser geregelt. Und für mich
viel sinnvoller als die Art und Weise, wie ich in Deutschland lernen muss. Und dann hat sie gefragt, ob ich feste Freundschaften geschlossen habe, weil ich ja eher kurz hier war und Koreaner bekannt dafür sind, dass sie eher zurückhaltend sind. Tatsächlich ist es so, dass sie wirklich so sind. Ihr braucht nicht erwarten, dass sie von selber auf euch zukommen. Ihr müsst auf sie zukommen. Also ihr müsst schon nicht unbedingt extrovertiert sein, aber positiv auf die Leute zugehen und das dann halt einfach selber in die Hand nehmen, was für mich gar kein Problem war. Und deshalb habe ich auch einfach super nette Leute kennengelernt. Aber ich habe euch zum Beispiel erzählt von der einen Koreanerin, die mir immer so kleine Süßigkeiten und so geschenkt hat. Und das war einfach ihre Art der Zuneigung, die ich erst nicht verstanden habe, weil sie halt nie mit mir geredet hat. Aber so ist das hier. Die sind das echt nicht so gewöhnt und sind auch immer eher in einem engen Kreis und so neue Freundschaften passiert selten. Die bleiben meistens so in ihrem sicheren, engen Freundeskreis und deshalb bin ich umso erleichterter, dass ich einfach hier ganz tolle Freunde gefunden habe, Koreaner vor allem, fast ausschließlich, die sich mir geöffnet haben, die super intelligent und lustig und einfach liebenswert sind und ich hoffe mal, dass es feste Freundschaften bleibt. Das war's zu euren Fragen. Jetzt noch so ein paar Sachen, die mir gerade so im Kopf rumschwirren, von denen ich weiß, dass es einige gefragt haben. An sich, wie ich das Ganze, wie man das Ganze plant und so weiter und so fort. Das Einfachste ist, wenn ihr in der Uni seid, euch zu erkundigen, was eure Partnerunis sind, weil wenn es eine Partneruni ist, dann hat eure Uni und die andere Partneruni das komplett im Normalfall geregelt und ihr müsst eigentlich sehr, sehr wenig tun. Ja, deshalb kann ich euch nicht sagen, wie man das von alleine irgendwie plant. Aber schaut einfach mal, was für eure Partnerunis ihr habt und dann könnt ihr ja sehen, ob irgendwie was Passendes für euch dabei ist. Ansonsten mit dem Geld. Also ihr könnt euch für ein Stipendium bewerben. Wenn ihr in Europa seid, könnt ihr euch für ein Erasmus bewerben oder für Auslands-BAföG. Ihr könnt einen Kredit aufnehmen, ich glaube, das heißt Schüler- oder Studentenkredit oder beides. Ja, also es gibt viele Möglichkeiten. Ich habe persönlich Geld gespart, das kann ich euch immer ans Herz legen. Ich wusste, dass ich auf jeden Fall machen will und habe dann neben dem Studium auch gearbeitet. Und das Geld habe ich einfach zu einem Teil weggelegt und gespart und konnte das dann eben hier ausgeben. Und das war eine ganz tolle Rücklage, weil man bekommt das Geld meistens erst, wenn man schon da ist. Und man muss ja aber vor allem am Anfang sehr viel bezahlen. Und das war eben sehr nützlich, weil ich dann das Geld eben gleich zur Hand hatte. Und dann haben noch ganz viele gefragt, wie so der Schwierigkeitsgrad in der Uni ist. Das ist natürlich von Uni zu Uni unterschiedlich, von Kurs zu Kurs unterschiedlich und von Mensch zu Mensch, weil jeder anders ist, aber ich muss sagen, mir ist es einfacher gefallen, auch wenn ich doppelt so viel machen musste. Ich habe anstatt in einem Kurs einfach eine große Klausur am Ende zu haben, hatte ich eben zwei kleine Tests, eine Präsentation, mündlich irgendwie was und dann am Ende noch meine Klausur. Und manchmal auch ein Midterm. Aber das ist dann eben alles kleiner und nicht so mega groß. Was mich in Deutschland total aufregt, ist dieses Bulimie-Lernen, dass man eben die ganze Zeit aufpassen muss und dann am Ende das alles ausbrechen muss und irgendwie innerhalb von ein paar Tagen lernt, weil man kann sich das nicht alles über ein Semester hin merken. Und das finde ich ein ganz großes Manko. Hat man hier in keinem Kurs gehabt. Also es war immer einfach über das ganze Semester kleine Sachen, was ich viel besser finde. In der Schule dachte ich immer, oh Mann, irgendwie diese ganzen LKs und so und Klausuren. Aber es ist im Endeffekt viel besser, weil wenn ihr eine Klausur habt über die letzten 4 Wochen, ist es einfach einfacher als über Zeitraum von 4 Monaten oder so. Also man muss mehr machen, aber es ist nicht schwieriger. Ja, das war's zu meinem Korea-Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann wünsche ich euch, wann immer ihr das auch seht, eine ganz frohe Zeit mit euren Liebsten und dann seht ihr mich im nächsten Jahr. Tschüss!